Mahlzeit Mädels. Heute mal was Neues. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir einen Golf 2 gekauft, VR6, und wollte den Turbo Golf hier umbauen. Ne? So, jetzt habe ich lange genug überlegt, hin und her, dies und das, antragungsmäßig. Ich hatte den 2er leider schon gekauft, auch mit VR6, auch eingetragen, auch fahrbar und alles. Und ich wollte eigentlich den Motor da reinmachen. So, jetzt habe ich mir lange genug überlegt, mache ich das nicht, tue ich das. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich das nicht mache, dass ich den Golf so lasse, wie er ist mit dem Motor, weil so wie er hier steht, ist alles eingetragen, alles safe, alles sicher. Und beim Zweier hätte ich neu anfangen müssen. Das heißt, neu lackieren, alles fertig machen, neue Felgen, neues Fahrwerk, Motor nachher rein, eintragen, Ausstattung besorgen und so weiter und so fort. Ja, nichtsdestotrotz musste ich ja den Zweier holen, weil ich den Zweier ja natürlich gekauft habe. So, Jungs. Jetzt kommt der spannende Moment, wo der Frosch ins Wasser scheißt. Hier steht er. Ich hole mal eben einen Schlüssel. Ich habe ihn gerade abgeholt. Der Wagen wird keine 3 Stunden hier stehen, weil ich habe diesen Wagen schon weiterverkauft an unserem besten Mann der Welt. Der Wagen geht nämlich an das Gurkenprinzip. Der Wagen geht zu Max. Ich habe Max gesagt, hier, ich habe einen billigen Golf 2 VR6 gekauft. Ich wollte den umbauen auf Turbo, habe mich umentschieden. An dem Wagen ist alles eingetragen. Der Wagen hat TÜV. Der Wagen fährt. Der Wagen läuft. Ist nicht unbedingt das allerschönste Auto, aber es ist ein Golf 2 mit einem eingetragenen VR6. Ist auch noch zugelassen, hat bis 20 noch TÜV. Läuft auch relativ gut. Springt auch eigentlich gut an. Ja, und der geht jetzt an Max rüber, ne? Ja, so viel eben dazu. Motor läuft. Wie gesagt, ist ein ganz normaler Zweier, ist auch nicht der schönste, kein Dachhimmel drinne. Muss halt, wie gesagt, ein bisschen was dran gemacht werden. Ich hätte den auf Turbo umgebaut, weil, wie gesagt, die Grundeintragung schon vorhanden ist. Der VR6 mit Fächerkrümmer, mit Hartmann Auspuffanlage und Fahrwerk und alles, was da so zugehört. Hier haben wir einen 2.9er ist hier drinne. VR6 läuft auch eigentlich ganz gut, fährt ganz gut. Wir haben den jetzt auf eigene Achse überführt. Der Wagen kommt auch von mir. Ich habe den damals schon mal verkauft, an dem, von dem ich den jetzt wieder gekauft habe. Der will sich einen Hammer H3 holen und deswegen kriegen wir jetzt hier einen Golf. Ja, was soll ich euch hier wirklich Großes zu erzählen? Ich würde sagen, ich schnapp das Video nachher nochmal auf, wenn Max kommt und den abholt. Weil er weiß so wirklich von dem Glück noch gar nicht, was er kriegt. Er hat mir, wie gesagt, blind vertraut. Ich habe gesagt, ich hätte das, das und das für dich. Und das kostet das. Und dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, Jungs, ist der hierher gefahren, hat mir da Geld hier auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hol mir den. So, und das habe ich gemacht. Ne? Wie gesagt, ich hätte den heute so oder so abgeholt oder die Tage, weil ich den, wie gesagt, gekauft habe. Und dann ist er jetzt halt so an Max weitergegangen. Ne? Ich freue mich auch, dass er endlich mal einen geiles Auto hat. Jetzt hat er auch mal ein VR6. Ne, jetzt hat er einen Golf 2 VR6. Da hat er auf jeden Fall eine gute Kiste und eine Wertanlage. Ne? Ihr wisst selber, was die Kisten kosten. Und ihr wisst ja, Max gibt kein Geld aus. Deswegen, man sieht hier auch so ein paar Blasen dran. Ne? Und hier läuft ein bisschen Rost runter. Und hier so ein bisschen. Also der allerschönste ist das nicht mehr. Aber fürs Gurkenprinzip langt der alle Male. Ne? Und er hat einen VR6, Jungs. Das ist ganz, ganz wichtig. Also mir ist das wichtig. Ja, und dann holt er den nachher schön nach der Arbeit ab, kann er damit nach Hause fahren, wie gesagt, kann er zugelassen mitnehmen, die ganze Kiste. Aber wir bleiben bei der Karosse, wie gesagt, da ist auch ein VR6 drin, da ist ein VR6 Turbo drin, hier ist ein VR6 drin, also hier ist alles voll. Nico, seine Kiste ist auch da, da ist kein VR6 drin, den haben wir da rausgenommen, das sieht man auch, weil der Bus hoch ist. Das sieht richtig katastrophale Scheiße aus, aber egal, Jungs, ne? Ja, ich würde sagen, ich würde das Video nachher nochmal aktivieren, wenn Max die Kiste abholt. Und dann gucken wir mal noch, was er dazu so zu sagen hat. Wie gesagt, Golf 2, VR6, alles eingetragen, tüffig, fährt voll fahrbereit, schaltet, fährt, bremst. Und ja, ich werde den gleich nochmal für ihn einmal ein bisschen aussaugen, damit er ein bisschen schicker ist.
Und dann freue ich mich darauf, wenn mein Kumpel den nachher abholen kann. Und auch, dass ich ihm eine Freude machen konnte mit der ganzen Kiste, ne? So, ich habe ihn gefragt und er war da damals schon scharf drauf auf die Kiste, aber damals war die Kiste richtig teuer. Und jetzt hat er das für einen Gurkentaler gekriegt, ne? Für ein bisschen mehr als einen Gurkentaler, aber wenn wir das gegen den Wert des Fahrzeugs rechnen, ist das nichts, was er dafür bezahlt hat, ne? So, mehr will ich dazu auch nicht erzählen. Dieses Video wird auch erst kommen, wenn Max seins hochgeladen hat. Das haben wir als Abmachung gehabt, ne? Guckt, Jungs, hier ist auch noch ein VR drin. Zwar nicht der schönste, aber das ist auch noch so ein Projekt, den machen wir gerade fertig. Hier ist auch ein 2.9er drin mit Inpro-Scheinwerfer, Miele-Felgen, FK-Gewindefahrwerk, Holzlenkrad, alles, was da so zugehört. Ne? Sportauspuffanlage, hier haben wir einen Golf 3, auch VR6, aber mit Turbo. Das sieht ein bisschen anders aus. Zickzack, da sieht er dann so aus. Ne? Ja, Jungs, ich würde sagen, wir hören uns nachher, wenn hier Max da ist. Haut rein, bis später. So, Jungs, wir stecken hier noch voll in den Vorbereitungen. Nico ist da hinten noch am Schloss bei. Ich habe den Wagen einmal ausgesaugt für Max und einmal hier Cockpitpflege, damit er schön aussieht. Ne? Einmal eben durchgewühlt. Wir machen jetzt noch die Restarbeit. Nur VR6 hier. Das ist ein VR6, das ist ein VR6, das ist ein VR6. Der Smart und der Dings zusammen ist auch noch ein VR6. Geht das, Nico? Ja. Die Blende, ja, ne? Ja, gut, ein bisschen Kleintüdelkram hat er halt, ne? Aber die Grundbasis ist da. Bin ich ja gleich gespannt, was er sagt, ne? Da hauen wir erstmal hier, ich habe noch so ein Kondom, das hauen wir hier jetzt gleich rüber. Stelle ich den nach draußen. Und dann überraschen wir ihn damit. Geht wieder? Ja, top. Siehst du, auch repariert. So Kleinigkeiten eben auf die Schnelle, ne? Ich will gleich mal eben gucken, ob ich den auslesen kann. Ziemlich warm, die ganze Bude. Ja, der wurde halt gefahren, ne? Das sieht man auch. Ist auch alles richtig, der ist auch dran, das sitzt auch noch. Sieht soweit alles ganz geil aus. Zusatzwasserpumpe, alles noch da. Zündverteiler ist der Heilgeber drin. Ist auch noch fest, sonst sind die immer meist weggebrochen. Fächerkrümmer ist auch drin. Ne, wie gesagt, Fächerkummer hat er drin, Hartmann Auspuffanlage, Originalluftfilter. ABS ist hier angeklemmt, aber er sagt irgendwie funktioniert das nicht. Hat der Sensoren? Da wieder. Ne, ich glaube nicht. Aber sonst ist das alles. Tacho, hier ist er gerissen. Hier ein bisschen Rost. Aber das ist halt eine Gurke, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ich will mal eben gucken, ob ich den noch auslesen kann. Ich guck mal, ob ich da hier irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass ich hier was finde. Ob die das hier irgendwo reingebaut haben? Zum Auslesen. Ich guck mal noch auf der anderen Seite. Man weiß ja immer nie, wo die das so hinlegen. Ne? Kann man sich ja nachher aussuchen. Oder gar nicht. Da er gar nicht gelegt worden ist. Kann natürlich auch sein. Hier ist er auch nicht. Aber ich lege immer so eine OBD-Dose nachher irgendwo hin am Aschenbecher oder hinter eine Blende. Wenn man das nachgerüstet hat. Aber ich glaube, das haben die hier nicht gemacht. Der Sicherungskasten ist hier drin. Der sitzt auch relativ gut, aber hier ist keine OBD. Wir gucken mal eben hier drunter. Ah, da muss ich dann noch mal im Nachhinein mit Max richtig einmal durchwühlen, dass das wieder läuft. Ja, Jungs, dann warten wir jetzt mal, dass er gleich kommt. Ne? Ich stelle ihn gleich raus, Kondom rüber und fertig. Also, bis später. 11. Hasi? Hasi? Mausi. Guck mal. Okay, guck mal. Ich sag mal so, ich weiß ja, was es ist. Ich auch. Ne? Ne? Aber ich leue ja nicht. Ich denk mal. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was es ist. Auch bei ihm.
Ja. Ist ja geil, es kommt wahrscheinlich gleichzeitig mit meinem Video. Das ist mal cool. Kommt das heute? Nein. Nein, siehst du. Vier Tagen oder drei siehst Tagen du? Oder so. Muss ich nur noch drei Tage warten. Ja, Mann. Aber da stimmen wir genau ab, wann es kommt. Dann machen wir gleichzeitig. Genau. Ich habe auch noch kein Bild, ist davon online. Keiner kennt die Kiste. Darf auch keiner wissen. Das ist geil. Das ist alles top. Anhand der Felge, was könnte es sein? Rein auf jeden Fall so scheiß breite Reifen drauf. Ja. Und die glänzen noch. Und die glänzen noch. Ne? Die Schmidt-Felgen. Also ich habe den Leuten ja schon erklärt, dass das für deine Verhältnisse Hardcore ist. Ein Hardcore-Auto ist. Aber ist trotzdem so. Ist es immer noch ein Gurkentaler gewesen. Ja, ja. Deswegen so, ist es immer Gurkentaler. Genau. Also für das Auto. Für mich ist das schon wieder zu viel. So, was könnte das sein? Ich meine, Silhouette, jeder Mensch weiß, was es ist auf den ersten Blick. Nico, was sagst du, was ist da drunter? Passat. Golf R. Golf 3 R. Oh, Alter, das hat weh. Ich hab so eine Wunde. Das ist gleich zwei. Ne? Oh, Alter, das weh. Max, ich bin richtig traurig, ne? Warum? Weil mich das traurig macht. Wieso? Weiß ich nicht. Ich hätte da gerne hier drauf gebaut. Kommt noch. Hoffe ich. Nur deswegen kriegst du ihn auch. Ja, ja. Ne? Deshalb. Muss! Muss. Wollen wir ihn abdecken? Wollen wir das? Komm, wir machen das zusammen. Ne, warte, ich muss ihn hier unten eben lösen. Ach so, hab ich ihn angezogen. So. Jetzt darfst du ziehen. Hanna, willst du ziehen? Hanna, ziehst du da drunter? Komm, zieh mal weg den Schrott. Komm, zieh mal runter die Folie. Oh, 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 Langabplatzer. Guck mal, das ist schon mal schrecklich. Komm her, du musst hier runterziehen. Da ist ein neues Auto für Papa drunter. Und zack. So. Oh, und oh. Hier festhalten und ziehen. Nach hinten laufen. Nach hinten laufen zu Papa. Du hast gleich einen Drachen. So. Und tada. Ein Golf. Schön? Ein Sechser. Ein Sechser, 180, 182 PS. Genau. Ein Sechser. Hast du auf mit der Boost? Oh, ich finde den gut. Guck dir die. Und ein abgerissene Gurke, die hier hinten dran waren. Lass mich mal. Die einen Sportwagen haben muss. Oh, mit Cup-Handy dabei. Geil. Mit Ausstattung. Ich hab dir den, wie gesagt, gerade rausgefahren. Hör mal. Oh, komm, geil. Kommt echt geil, die Karre. Perfekt lackiert. Ist das auf, Rost, oder ist das? Auf der anderen Seite hat er Rost. Guck mal hier, hast du das gesehen? Hätte ich gerade sagen. Aua, 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 aua. Gott, zwei Krankheiten, ne? Da muss an der Flex fahren. Da schreit noch Oliv. Ja, der hat er noch den hier. Ich weiß, was du meinst. Und den. Haben die ja ganz gleich gespachtelt. Als ich den damals hatte, war hier so eine faustgroße Blase. Ja. Die hat sich wieder zusammengezogen und dann ist übergeblieben. Wie kann das denn sein? Ich denke mal, die haben den einfach gurkenmäßig geduscht. Ja. Und Hauptsache VR6 rein, Achsen rein und Hauptsache ist ein VR6. Ja, ja. Man muss schon. Das geht auch gar nicht. Das ist schon mal sehr interessant. Guck mal, auch die Griffbänder hier. Ja, alles. Aber drei Schlüssel, alles ein Schloss. Das ist gut. Kriegst du kaum? Ja, ja. Drei auf jeden Fall. Und hat ein Schiebedach. Willst du mehr? Ja, und kein Dachhimmel, ne, wie sie nun mal so sind. Der Motor ist scheißegal. Ich hoffe, wir werden bei Udo irgendwann mal fündig. Ah, kenne ich. Oh, das kenne ich, das Problem. Und du kennst das mit Schiebedach, genau da ist das nämlich das Problem. Dann baue ich mir wieder so einen schönen Dachhimmel. Nee. Aber ich habe dir den sogar noch ausgesaugt und Alter, sauber vom, gemacht. Alter, vom Feinsten. Aber ein paar Teile sind dran, die fehlen, ne? Teppichleiste unten fehlt. Teppichleiste fehlt, Teppich hinten fehlt. Unterklappe ist hinten drin. Mhm. Hinten hat er auch alles drin, also auch alles Golf 2 wieder, ne? Ja, ja. Das hat er schön vernünftig gemacht, ne? Das sieht ja ordentlich aus. Dachhimmel ist meistens bei den Dingern weg, ist immer so. Wie sieht er bei deinem Schwarzen aus? Ja, der bleibt da drin. Ist der heile mit Schiebedach? Ich glaub, der hat sogar einen Postgolfhimmel. Der bleibt da drin. Nee, der hat aber kein Schiebedach. Der hat kein Schiebedach. Er sagt, der bleibt da drin, das Teil ist 100.000 Mal mehr wert als seine ganze Gurke da drin. Und sagt, der bleibt da drin. Der hat aber kein Schiebedach. Nee, weil die sind nämlich teuer. Deswegen. Ja gut, erstmal leider so. Wenn er da ist, wird es auch genommen, weißt du, wer das ist. Da kommt doch geil die Kiste. Ich hab gesagt, wo du mal gesagt hast, ich sag, den muss ich haben. Das geht ja nicht. Ja, nimmst du den mit und lässt die Gurke hier los. Original. Ja, da musst du ein bisschen Arbeitszeit reinstecken. Hier, Gurken können sie. Wir fast denken können. Ja, da hat schon gegurkt, alter Schwede. Das war so, wie er den bei mir mitgenommen hat, genau so. Echt? Ja. Aber sonst guck mal hier, Dome oben ostfrei, das ist schon mal gut. Sind immer weg bei den Dingern. Ja, hat der nicht. Wie gesagt, alles andere ist Ausstattung aus dem Autobahn-Schrottplatz bei Udo. Genau. Das ist ja hergefriemelt und das war's. Ja, wer ist das? Paar Aufkleber, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das ist original dunkle Hellaster, die kostet richtig Geld. Ja. Ne? Auf VR6-Bremse, alles drauf, VR6-Achsen drin. Plus Achsen, sagst du. Siehst du ja vorne schon, weil er so breit ist. Ne? Ja, ja. Hinten schmal, vorne breit. Kommt geil, das Ding. Definitiv. Hier gibt's Schlimmeres.
Wichtigste ist ja das hier. Und der zweite Schritt. Das ganz wichtig. Mach mal deinen Haubenlift da hoch. Ach, der hat noch einen Haubenlift. Nicht mal automatisch. Nein. Mein Po noch auch nicht. Guck mal, ein Sechszylinder im Golf. Ein Sechszylinder? Pervers, ne? Und Bananaphone klingelt hier schon. Atomiophon meinst du? Ja, ich bin in Eile. Echt? Siehst du hier, ja. Mr. Atomium. Ja. Jo. Da geht's. Ja, Telefon geklingelt. Atomium-Man vorbei. Ja, aber der wartet schon auf mich. Ja, hier haben wir einfach nur ganz normal VR6 ohne genau. Sportlohfilter. Aber wie wir schon hatten mit dem Fahrzeugschein, guck mal hinten an deinen Krümmer. Ja, ja. Hast du ja, ihn ja. gesehen? Guck mal hat hinten. Fächer drin, ne? Hat einen Fächer drin. Ja, geil. Hartmann Auspuffanlage. Eingetragenen Fächer. Und Hartmann Auspuffanlage ist auch drunter. Ja, noch besser, besser geht's auch drin. Aber der ist nicht laut. Ne? Ne, ich reiß den jetzt einfach mal. Ja, mach mal. Mal eben kicken, wo der Schlüssel ist da. So. Der Stand läuft ja ein ganz bisschen, ja, ja, aber ja. Ich denke mal, dass das mit einmal Kerzen oder irgendwas verhoben ist. Mhm. Ab und zu macht der. Einmal Vollgas, meinst du? Da haben die Stände waren, ja. Ne? Was, Windspule ist schon mal neu? Windspule ist schon mal neu. Du hast deine Fehler da schon mal gesucht. Querlenker hat er neu gemacht, Reifen sind soweit neu. Er hat alles in der Werkstatt machen lassen bei dem Auto, ne? Weil er selber kann nicht schrauben. Das ist schon mal gut. Ja, wie gesagt, hier ist die Technik bei sowas und die Einspannung. Der ganze Rest, ey, der ganze andere Scheiß. Genau. Das ist wirklich nur Ausstellung und Tauschen vom anderen Golf. Nee, ist das nicht. Das ist schon eine Rostgas, das ist schade, aber das kann man auch nicht an. Aber hier, das Fahrwerk ist auch drin, Höhe und Härte verstellbar. Das ist gut. Ne, dieses AFD, Vitec. Vitec hatten wir, ne? Genau. Vitec. Also ist ein Vitec eingetragen von Fiat. Aber merkt ihr? Ja, der läuft spannend. Aber sobald der Gas ist, ist das weg. Ja. Ein Stück Leben drauf. Ein kleines Stück Nebenluft, das hier. Immer Nebenluft. Sind die ein 1,6er? Ja, ein bisschen rasseln tun die ja immer, ne? Ja, ja. Aber das geht doch. Wenn die jetzt nur den anschmeißt, kalt und die Kette nicht rasseln, das ist alles gut. Das war alles top hier. Wie gesagt, ich hab den Spanner rausgehabt, hab mir den angeguckt, einmal auseinander. Ja, ja. Sah okay aus, das. Ja. Ein bisschen mehr. Ja, danke dir, Schatzi. Dafür nicht. Dann machen wir noch hübsch. Da hast du erstmal einen VR6. Der Vorteil bei dem ist ja, das ist ja sogar so ein Unilack grau. Ja. Deswegen kann ich überlegen, ob ich nachdusche oder ob ich ihn halt hier oder ob ich halt Oliv mache. Ne? Ja. Ja. Der ist ja innen schon schwarz, das ist der Vorteil. Ja. Sollen wir Atomium testen, wie ist mit der Gurke? Ja, lass ich immer stehen, ne? Ja. Ich kann da keine zwei Autos fahren. Nö. Nee, nee. Hanna habe ich schon gefragt, aber die will nicht fahren. Die will nicht fahren, ne. Wie lange dauert Atomium? Habe ich heute Abend. Achso. Ich hole ihn morgen ab, wenn nicht. Ja, dann musst du den Schlüssel hier lassen. Ja, ja, klar. Ne? Schön dahin. Ja. Dann hier. Ja, gut. Ja. Das war das Thema. Die Fahrt ist ein separates Video, weil. Ne? Das machen wir ein anderes Fahrrad. Mal. Erstmal ist das Fahrrad hier. Genau. Und das Fahrrad hat eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also ein schöner Sechsender. Genau so ist es. Ne? Und eingetragen, das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Gut, haut rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit der Gurkenschmiede will ins haben, das ist. Ja, genau. Hashtag Gurkenprinzip, ne? Ja, ja, original. Bis die Tage. Mutter. Hast du ein Elektrofahrrad jetzt? Das ist hier was für Greta. Das wird für Greta, ja. Original. Der ist auch schön warm. Ja, ja, ist gut. Der ist schön warm. Du hast MFA drin, ne? Ping mal eben durch, warte. MFA da. So, warte. Bis auf Öl. Noch weiter. Siehst du, der Pfeil geht mit. Noch ein weiter. Okay, das von meinem Kenny. 88 Grad. Ja, 90 Grad, das vergisst auch gar nicht. Kannst du richtig gut durch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich hab nicht mehr. Ach. Aktuell, entweder geht die oder geht die nicht. Ja, entweder hält oder hält nicht, ne? Ja. Ja, ja, das geht. Ist der Sportlenkrad drin, war keine Servo, ne? Doch, der hat Servo, glaube ich. Ja. Sonst könntest du halt nicht so leicht drehen. Ja, so aussehen wie neu, so original. Da kommt einer. Ja. Freie Bahn. Ah!